Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein kleines Heft macht, das letztlich aus einem Leporello besteht, mit einem Umschlag drumherum. Und wir brauchen dazu zwei DIN A3 Seiten Papier und ein Washi-Tape oder ein Tesafilm. Und für den Umschlag brauchen wir nochmal ein Extrablatt. Das kann sein im Format DIN A4 oder größer bis 28x38. Es kommt nicht so genau drauf an. Ich zeige auch noch nachher, warum. Aber mindestens brauchen wir DIN A4 Papier. Ich denke, das hat fast jeder zu Hause und kann das also ganz einfach mal probieren nachzubauen. Hier habe ich genommen günstige Packpapiere. Die gibt es immer geschenkt. Das liegt zum Beispiel in der Verpackung im Paket bei. Dieses hier habe ich ja auch mal irgendwo, ich sammle ja Papier, irgendwo abgestaubt und habe dann hier das Washi-Tape drauf abgepasst, jeweils von der Farbe. Ich finde, das macht sich ganz gut. Und ja, ich denke mal, ich zeige euch jetzt einfach, wie es geht. Heute möchte ich eins machen, ein Büchlein machen, wo ich dann hier dieses Kleisterpapier als Umschlag verwende. Das hatte ich neulich gezeigt im Tutorial, wie man Kleisterpapier macht. Das ist ein ziemlich wildes Muster und wir schauen dann gleich mal, was draus wird, wenn das dann als Umschlag gefaltet ist. So, wir brauchen zwei Seiten DIN A3 Papier und das DIN A3 Papier falten wir in der Mitte, schneiden es in zwei, sodass wir letzten Endes vier solche Papierstreifen erhalten. Und ich zeige euch jetzt, wie man diese vier Papierstreifen faltet. Wir nehmen einen Streifen, falten ihn hochkant bis einmal in der Mitte. Dann drehen wir ihn um, sodass diese Bergfalte oben ist. Schlagen den oberen Teil des Papiers nochmal um und falten auch diesen Teil in der Mitte durch, drehen das Ganze nochmal um und wiederholen das, sodass dieses Stück Papier quasi geviertelt wurde. Das wiederhole ich jetzt und halte so lange das Video an. Bis gleich! Jetzt sind alle vier Papierstreifen gefaltet. Und ich stelle sie jetzt so hin, dass es lauter kleine M's ergibt. Ja? Also kein W, sondern vier solche M's. Wir werden sie jetzt nämlich zusammenkleben und zwar einmal hier, hier ein zweites Mal und hier ein drittes Mal. Dazu habe ich mir so ein mattes Tesafilm ausgesucht. Das wird man hinterher kaum sehen. Und jetzt nehme ich die ersten zwei Streifen und zeige mal, wie ich das mache. Ich nehme die so, dann habe ich sie richtig zusammen. Es geht auch anders, aber ich muss wirklich aufpassen, dass ich die richtig, dass ich die Seiten jetzt richtig zusammenklebe. Und bevor ich dann noch eine Seite verdrehe und es ist doch falsch, mache ich es so. So, und jetzt das Tesafilm hier so drauf, dass es etwa die Hälfte, dass es so in der Hälfte auf dem einen Blatt ist. So, dann schneide ich das ab. Drehe das Ganze jetzt nochmal um. Achte darauf, dass die Seiten wirklich genau übereinander liegen. Schlage dieses Tesafilm um, ziehe das nach oben, das fange ich in der Mitte an und arbeite mich nach außen vor. Wenn da nämlich noch eine kleine Falte drin ist im Tesafilm, dann kann ich die so am besten ausarbeiten. Jetzt schneide ich das Tesafilm noch oder das Washi-Tape, je nachdem was ihr genommen habt, bündig ab. Und schon habe ich meine ersten zwei Seiten zusammengeklebt. Und ich mache jetzt noch weiter mit den anderen beiden, teilte aber wieder das Video an. Und wir sehen uns gleich wieder. Sind alle Seiten zusammengeklebt worden und die Klebestellen zeigen jeweils zu einer Seite. Das heißt, wenn ihr es richtig gemacht habt,
sind die also, hier sind sie besser sichtbar durch das Washi-Tape, sind die alle jetzt hier auf der rechten Seite. Und da möchte ich sie auch haben. Auch diese Tesafilmseiten, ich muss gerade mal suchen, das ist so geklebt. Wo sind sie denn? Ja, hier. Das hier ist der, die Seite. Jetzt falte ich den Umschlag. Und dazu ermittle ich jetzt mal so grob erstmal die Mitte. Circa hier. Und falte den unteren Rand um. Und da ich hier eine Schneidmatte habe, kann ich mich gut hier daran orientieren, dass ich das auch gerade mache und das hier nicht schief gerät. Jetzt schaue ich mal. Dieser Umschlag darf ein ganz kleines bisschen, ein Hauch größer sein als dieses Leporello. Denn wir müssen hinterher, zeig es mal hier dran, das Leporello hier reinstecken, in den Umschlag, hier hinein. Das funktioniert nur, wenn der Umschlag einen Hauch größer ist. Ist er das nicht, kann ich die Seite da wirklich nicht reinfriemeln, dann wälzt sich das. Also, das muss ich so ein bisschen beachten. Darum lege ich das jetzt mal hier so drauf und zeichne mir das hier an. So. Und hier falte ich das wieder um. Jetzt habe ich ja hier so ein ziemliches Papierpaket. Das ist ja etwa 5 mm hoch. Und wenn ich jetzt so einen Umschlag einfach nur so falte und das Papier für den Umschlag und das hier so reinlege, das passt nicht wirklich. Was ich brauche, ist so ein kleiner Buchrücken. Der ist, glaube ich, hier am besten zu sehen. Ja? Also wie so ein kleiner Buchrücken. Ich zeige euch jetzt, wie man das faltet. Dazu lege ich den Umschlag so vor mich hin, hochkant, und falte jetzt das untere Ende zur oberen Kante, aber eben nicht ganz hin. Ich lasse so 5 mm hier, also ich bleibe bis 5 mm unter der Kante. Das falte ich einmal gut um. Jetzt drehe ich das Ganze um. Also das ist ja jetzt das obere hier ein bisschen länger. Und jetzt falte ich das nochmal genau bis zur Kante. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Hier fahre ich mal so mit meinem Falzbein rein. Denn die Kante, die ich jetzt falte, die ist ziemlich, also diese Falte ist sehr dicht neben der anderen, die ich bereits gefaltet habe. Aber eben genau dadurch kriege ich jetzt diesen kleinen Buchrücken. Und da passt dann jetzt mein Leporello auch ganz prima rein. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist, diese Seite hier einschlagen. Und das mache ich auch wieder einfach so. Also ich zeichne mir das meistens nicht an, sondern ich markiere mir das kurz mit dem Fingernagel und falte das um. Dann mache ich hier nochmal, man kann auch das Falzbein nehmen. Und jetzt kann ich mein Heft hier reinstecken. Das hier ist die Lasche vom Umschlag. Einfach hier rein. Und hier auch.
Und schon ist mein Heft fertig. Ja, und ihr seht, jetzt ist es auch gar nicht mehr so schlimm, dass das so ein wildes Zufallspapier, eine wilde Zufallsgestaltung ist. Ich kann mir noch überlegen, ob was oben und unten ist. Und das war's dann. Ich sollte nur eins beachten beim Umschlagpapier. Je dünner es ist, desto größer muss es sein. Man könnte ja auch so ein Seidenpapier nehmen. Das liegt zum Beispiel Schuhen bei, wenn ich die kaufe. Das würde mit einem DIN A4 Papier nicht gehen. Das wäre einfach zu knapp. Weil ein gefaltetes DIN A4 Papier sieht dann so aus. Und diese Umschläge hier, die sind zu knapp bemessen für so ein dünnes Papier. Da brauche ich dann ein etwas größeres und da kann ich eben gehen bis für 28 x 38. Es würde auch 25 x 35 gehen. Man muss ein bisschen probieren, was einem gefällt, wie groß ist das Papier, was ich da habe. Und ja, möchte euch ermutigen, da wieder mal weiterzumachen. Viel Spaß!